Montagmorgen, Zeit für mein Aufgetischt. Es war vieles in den letzten 5 Wochen auf dem Tisch und was, das zeige ich euch jetzt und sage euch meine Eindrücke davon. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Aufgetischt. Ja, ich bin zuallererst euch mal eine Auflösung schuldig. Und zwar eine Auflösung hinsichtlich des Gewinnspiels zu Fleet the Dice Game. Und ich habe das letzte Mal gefragt, was wiegen alle meine gespielten Spiele vom letzten Aufgetischt zusammen? Und ich habe dann direkt, nachdem ich das Video gedreht habe, habe ich mich hingesetzt und habe quasi jedes einzelne Spiel abgewogen mit der Küchenwaage, so genau wie nur irgendwie möglich, und habe dann entsprechend alle Spiele zusammen addiert. Weil ansonsten hätte ich kein genaues Ergebnis bekommen, sonst wäre ich vielleicht irgendwo eher grob rausgekommen. Und dann habe ich mit großer Freude eure ganzen Vorschläge gelesen und ich muss natürlich fairerweise sagen, es war ein bisschen unfair. Oder fairerweise sagen, es war unfair. Ich muss einfach zugeben, es war ein bisschen unfair, was ich da gemacht habe. Denn in manchen Spielen waren zum Beispiel ein Insert drin, beziehungsweise bei allein schon Gloomhaven, Pranken des Löwen, hatte quasi ja mein selbstgedrucktes Insert drin. Und das heißt, dadurch war es natürlich deutlich schwerer, als man hätte vielleicht schätzen können. Und so ist es natürlich schwer, einen genauen Einblick zu bekommen, wie schwer könnte jetzt das Spiel tatsächlich sein. Und das umso interessanter war es natürlich für mich zu lesen, was ihr so tippt. Relativ nah dran war sehr früh jemand, der Thomas Oeller, war einen guten Zeitraum führend, er ist tatsächlich auch nur 79 Gramm daneben gewesen und dann kam noch jemand, hat es geschafft auf 17 Gramm genau ranzukommen und zwar Christoph, sonst nichts, also nur Christoph, ich blende auch hier den Kommentar ein, er hat getippt 13,05 Kilogramm. Und es sind tatsächlich 13 Kilo und 33 Gramm, also wirklich nur 17 Gramm daneben gewesen. Mein Glückwunsch, Christoph. Schreibt mir auf jeden Fall eine E-Mail an benny@brettspielsuchdies.de mit deiner Adresse und kommentiere hier am besten auch als Querverweis, damit ich auch weiß, dass das die Mail vom Richtigen ist. Und dann geht Fleet the Dice Game an dich raus. Glückwunsch zu diesem schicken Gewinn. Und jetzt ist es hoffentlich endlich draußen. Ist eigentlich ein super Spiel. Und man merkt auch an der Teilnahme, dass tatsächlich viele daran Interesse haben. Und deswegen eigentlich hätte ich schön gefunden, das Ganze schon vorher rauszuhaben. Hat sich jetzt halt ein bisschen gezogen. Jetzt habe ich hier vor mir einen Haufen Spiele, die ich im letzten Monat gespielt habe. Also wirklich, oder eigentlich in den letzten 5 Wochen, um es genau zu nehmen. Da war wirklich einiges. Ich habe es jetzt ein bisschen sortiert in kleinere Spiele, Spiele zu zweit, Koop-Spiele, Familienspiele, Online-Spiele und App-Umsetzungen, eine Enttäuschung und meine Highlights des Monats. Und da möchte ich jetzt auch anfangen mit einem Spiel, was ich gar nicht habe. Das ist Gold von Game Factory. Ein super kleines Spiel, was auch ein Quickshot nach sich ziehen wird am kommenden Dienstag, also morgen. Und das hat Dennis mitgebracht. Er hat gesagt, das müssen wir unbedingt spielen hier, so ein bisschen Memory, ein bisschen hier zocken. Und es ist halt leider kein Spiel, was irgendwo meinen Geschmack besonders gut trifft. Ich mag ja eigentlich so Memo-Elemente. Memoir fand ich ein tolles Spiel und es gibt auch weitere Spiele, die ich durchaus mag. Vielleicht auch gerne mit einem gewissen Memo-Aspekt. Aber irgendwie bin ich mit Gold nicht so ganz warm geworden. Ich kann verstehen, dass man das in der richtigen Runde als Absacker oder irgendwo, wenn man unterwegs ist, gut spielen kann. Aber es wäre jetzt nicht so mein präferiertes Spiel, das ich unbedingt spielen wollen würde an einem Spieleabend, maximal mal als Absacker. Aber jetzt so wirklich, dass ich sagen würde, hey, lass uns doch eine Runde Gold spielen. So toll fand ich es nicht. Was mich allerdings tatsächlich sehr beeindruckt hat, ist die Größe, diese super kleinen Metalldose, dass man es wirklich sich in die Hemdentasche stecken kann. Und los geht's. Das ist natürlich super, super charmant. Weiteres, und ich bleibe jetzt beim Kleinen, und was ich hier nicht habe, das hat mich Dennis, nachdem wir es zusammen gespielt haben, eingesagt. Glücksgriff wurde uns zugeschickt und wir sollen da wieder ein Video machen. Wir haben einen Quickshot dazu gemacht, wir haben es gespielt mehrere Male und es war so ein Spielchen, was uns sehr überrascht hat. Ein bisschen erinnert es an President, beziehungsweise das Spiel mit A, was man auch mit einem normalen Kartensatz spielen kann, aber dann so ein bisschen erweitert
um eine Stichspielkomponente, ohne direkt jetzt wieder ein Stichspiel sein zu wollen, sondern mehr ein Kartenablegespiel. Aber trotzdem geht es darum, die Karten intelligent abzulegen. Und das war wirklich so eine totale Überraschung, wo wir gar nicht mitgerechnet hatten. Es war so ein bisschen Selfmade-mäßig, als das Ganze bei uns ankam. Und wir dachten noch so, oh, ob das was kann. Aber wir müssen ganz ehrlich zugeben, das Spiel war deutlich besser als gedacht und hat Spaß gemacht beim Spielen. Und deswegen auch entsprechendes Lob bekommen in unserem Quickshot. Also wer auf kleine Kartenspiele steht, auch mal was sucht zum Mitnehmen, mir was locker flockiges und auch zum Mitpunkte aufschreiben, der ist da definitiv gut bedient und für denjenigen könnte es ein Glücksgriff sein. Weiter im Text. Dragon Parks. Dragon Parks ist das neueste Spiel von Board Game Box. Das habe ich zusammen mit Dennis gespielt und das besticht durch, ja, ich sage jetzt mal, coole Karten. Nämlich transparente Karten und abhängig davon, wie wir die aufeinander legen, sind dann gewisse Drachen sichtbar, Eier und Schafe. Und das bringt uns, wenn wir es optimal machen, Besucher. Und wir sollten aber genügend Schafe haben, um sie an die Drachen zu verfüttern, denn sonst fressen die wieder unsere Besucher auf, weil die hungrig sind. Cool gemacht, sieht auch tatsächlich sehr stylisch aus, ein super leichtes Drafting-Spiel und diese transparenten Karten. Achtung, wenn ihr das Spiel euch zulegt, diese Karten haben eine Schutzfolie drüber, die müsst ihr entfernen und dazu eignet sich ein bisschen Klebeband, dass ihr so ein bisschen drauf macht, um die Ecke loszuziehen, dann könnt ihr es relativ schnell runter machen. Dennis hat irgendwie da ewig lang dafür gebraucht, bei mir war das innerhalb von 20 Minuten nebenbei mal erledigt. Ist ein cooles Prinzip, was man so auch von anderen Spielen kennt, die so mit mehreren Folienkarten übereinander arbeiten. Da bin ich jetzt gerade überlegen, Mystic Veil war da so ein Beispiel hierfür. Und das wieder cool gemacht, ein einfaches Drafting-Spiel. Wobei, wenn ich persönlich jetzt raussuchen müsste, was nehme ich jetzt als Einstiegs-Drafting-Spiel, würde ich tatsächlich Draftosaurus immer noch Dragon Parks vorziehen, auch wenn das ein cooles Spiel ist. Und ich denke, gerade wer auf Drachen steht, sollte da auf jeden Fall mal drauf gucken, weil da macht man nichts falsch mit. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit dem nächsten Spiel kann man auch fast nichts falsch machen. Zug um Zug XXS in einem neuen Gewand, nämlich als Zug um Zug Amsterdam, also wir gehen nach Holland. Und was wir so in Holland erleben, beziehungsweise in Niederlanden, das könnten wir hier in Amsterdam sehen. Denn wir haben so Fuhrwerkskarren statt Züge tatsächlich, haben da noch entsprechende Strecken, wo wir entsprechend diese Güter bekommen, wo wir dann die nochmal, wer dann die meisten hat, entsprechend Punkte bekommen. Ist cool gemacht und in der Reihe der kleinen Zug um Zug ist das definitiv wieder eine gelungene Umsetzung. Die Frage, die sich mir natürlich an dieser Stelle immer wieder stellt und aufdrängt, ist, wie sinnig ist das Ganze? Ich persönlich ziehe ein großes Zug um Zug immer vor, aber gerade jetzt, wenn ich jetzt an Urlaub denke oder so und man ist vielleicht unterwegs, dann ist es natürlich zum Mitnehmen schon deutlich angenehmer und deutlich freundlicher von der Verpackungsdimension und hat dann natürlich seine Vorteile. Vorteile hat es auch, wenn man jemandem das Spiel neu beibringen möchte. Denn so hat man jetzt die Möglichkeit, quasi hier mit einem einfachen Spiel einzusteigen und dann quasi mit einer höheren Spielzeit und einer längeren, komplexeren Variante dann das Normale nachzuziehen. Also es ist ein Gateway-Game zum Gateway-Game. Ich spiele es gern, ich bin aber auch ein riesen Zug um Zug Fan, weil ich es in der Familie einfach hunderte Male gespielt habe und spiele auch gerne noch 100 Mal weiter Zug um Zug in x verschiedenen Varianten. Und da fehlen mir immer noch welche im Regal. Und auch wenn im letzten Monat neue eingezogen sind, es ist immer noch nicht vollständig, also mal gucken, wann ich das dann schaffe. In diesen kleinen Spielen vom Anfang ist das größte und mit Abstand das schwerste. On Tour, ein Spiel von Chet Dijon. Im vergangenen Monat tatsächlich in der Europa-Variante gespielt und nur in der Europa-Variante gespielt. Und ich muss sagen, die bringt doch nochmal einen gewissen Kniff mit rein. Spielt sich ein bisschen anders einfach von der Art. Ist ein bisschen verknäulter vom Charakter und in manchen Punkten vielleicht sogar ein bisschen schwerer auf geile Punktzahlen zu kommen. Aber der Aufforderungscharakter ist jetzt sofort wieder da. Ich habe ja on Tour in den letzten Monaten auch x-mal quasi in der App gespielt und war jetzt natürlich super dankbar, dass ich es mit meiner Frau entsprechend einfach gemütlich auf dem Sofa abends spielen konnte. Würfelschale dazu, hier haben wir die Karten auf die Box draufgelegt und dann ging es los, jeder spielt für sich hin und am Ende wird verglichen, wer ist denn nun der Beste und wer hat besser optimiert. Und dann denkt man sich so, hey, eine Zahl anders und es wäre alles anders gekommen. Und das sind so die Momente. Ich mag es, ist für mich das Beste und Schönste,
Würfelspiel in diesem Segment, mit dieser Spielzeit, mit diesem Anspruch, für mich einfach ein super, super klasse Spiel, was ich extrem gerne spiele und was ich auch jederzeit raushole. Und ich denke auch, das wird in meiner Top 100 einen entsprechenden Platz bekommen. On Tour für mich immer wieder ein geiles Spiel. So, jetzt sind wir durch mit den Spielen, mit den kleinen für den Anfang. Jetzt kommen natürlich auch so Spiele, Zwei-Personen-Spiele. Die habe ich jetzt einfach mal zusammengepackt extra. Und da möchte ich anfangen mit einem Spiel, was ich mit Dennis gespielt habe. Wir haben Rift Force gespielt von One More Time Games. Das sind die Jungs hier aus Österreich, die man vielleicht in der Vergangenheit von der Edition Spielwiese kennt, nämlich Julian und Roman. Und herzliche Grüße an dieser Stelle. Wir hatten da ein super Erlebnis und haben Rift Force in einem Prototypen auf der Messe 2019 ausprobiert, auch damals schon ein Video dazu gemacht. Und jetzt kam das Spiel an in den letzten Monaten. Ich habe es direkt mit Dennis gespielt. Und es ist so ein bisschen, als wenn Magic und Uno ein Kind hätten. Oder so in der Art. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Rift Force, es wirkt so schlicht. Es wirkt so simpel. Ist es dann aber gar nicht. Und das macht schon wirklich Laune. Also das ist wirklich so ein schönes Duellspiel für zwei. Und ich weiß zum Beispiel, mein einer ehemaliger Mitspieler spielt unheimlich gern Schottentotten und ich glaube, Rift Force könnte auch für ihn was sein. Und das ist halt wirklich so eigentlich super einfach im Kern und dann aber Brainburny, wenn man es spielt, man möchte dem anderen keine Optionen geben, man möchte da gucken, dass man besser dasteht als der andere, das optimal nutzen und genau dieser Optimierungsaspekt, das gefällt mir unheimlich gut. Rift Force hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen in den ersten zwei Partien, die ich gespielt habe und ich hoffe, da kommen jetzt noch mehr Partien und das ist vielleicht so ein bisschen, könnte so ein Standardabsacker eigentlich werden mit Dennis. Es hätte zumindest das Potenzial. Ob wir es dann hinkriegen, das jedes Mal unter 30 Minuten zu spielen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich spiele es super gern wieder. Rift Force, guter Eindruck. Bis dann. Auch ein guter Eindruck, wo mir schon das große Spiel gefällt, konnte Agricola, die Bauern und das liebe Vieh hinterlassen. Das ist ja die reine Zweispieler-Variante und wir haben auch noch die Erweiterung. Und bei uns ist der Deckel hier ein bisschen lädiert. Wir haben das damals mal gebraucht gekauft und wussten nicht, auf was wir uns da einlassen. Aber zum Glück gleich die Erweiterung dazu und da kommt ja einfach ein bisschen more of the same. Paar neue Gebäude, die aber nicht alle gespielt werden und wo man so, ja, einfach schön seinen Bauernhof gestalten kann. Und es ist wieder typische Uwe Rosenberg Vermehrungstheorie N plus 1, also N Tiere gibt Nachwuchs N plus 1. Und ja, auch interessant, was ich jetzt gerade sehe, weil sich's rausschiebt. Die Punkte, die Tiere am Ende bringen, hier außen auf die Schachtel aufgedruckt. Und dass man halt wieder, wie man es von Agricola kennt, eine gewisse Anzahl mindestens braucht, um sonst Minuspunkte bekommt. Und ich habe es mit meiner Frau gespielt und es hat uns gut gefallen. Und ich glaube auch, das Spiel wird nicht bloß im Regal bleiben, sondern hoffentlich vielleicht auch noch ein paar Mal auf den Tisch kommen. Es war am Ende super knapp. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Das gucke ich jetzt tatsächlich direkt nochmal für euch nach. Und wir hatten es einem befreundeten Pärchen ausgeliehen. Und die haben es auch einige Male gespielt. Bei uns ging es aus 38-44 für mich. Also super, 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 super knapp. Und ich freue mich auf weitere Partien Agricola, die Bauern und das liebe Vieh. Schönes Spiel für zwei. Als nächstes möchte ich jetzt ein bisschen über kooperative Spiele berichten. Ihr wisst, ich liebe kooperative Spiele und ich spiele sie unheimlich gerne. Und das ist auch der Grund, warum kooperative Spiele für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben tatsächlich. Ich habe in der Vergangenheit auch sehr viel kooperativ schon gespielt. Es ging direkt los, noch in meiner Anfangszeit, als ich wieder gespielt habe, mit Legenden von Andor hoch und runter und Hanabi damals auch, haben wir viel gespielt und war dann neben Dominion quasi so ein bisschen meine Einstiegsdroge wieder als Spieler. Und auch Agricola. Deswegen sind das Spiele, die für mich so ein bisschen einen besonderen Wert haben und deswegen auch die kooperativen Spiele eben einen hohen Stellenwert haben. Kooperativ gespielt diesen Monat, wo wir schon dabei sind, jetzt wollte ich schon sagen, Groundhog Day, das ist quasi täglich grüßt das Murmeltier, das Brettspiel, was aber so starke Anleihen an The Mind hat. Aber halt auch dieses, wir spielen Tag für Tag, es ist einfach irgendwie ein gepimptes The Mind mit Thema aufgesetzt. Mir gefällt es sehr gut von der Art, wie es gemacht ist und ich empfehle da auch unseren Quickshot an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt hier nicht auf das Spielprinzip eingehen. Es ist einfach von der Idee sehr cool, dass wir
diesen Tag für Tag durchleben und das versuchen entsprechend immer besser hinzubekommen, müssen aber mehr dieser Herzchen haben, Runde für Runde. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Denn wir haben ein Problem, ein gewaltiges, dass wir nämlich immer von der Art die gleichen Runden spielen. In der ersten Runde sind die, ich weiß jetzt gerade die Farben gar nicht, die grauen Karten besonders interessant. In der zweiten spielt man halt grau-blau, in der nächsten spielt man und immer wieder was Gelbes mit rein, damit man die roten Karten von oben runter freischaltet, dass man dann möglichst in der vierten Runde, bam, entsprechend das Ganze auflösen kann. Und irgendwie kann es natürlich unheimlich nach hinten losgehen. Der Glücksfaktor ist sehr groß und damit ist es für mich eigentlich rein vom Machbaren sogar schlechter als The Mind, weil wir haben damit nochmal eine Abstimmungsebene und zwar diese roten Karten. Und wenn jetzt der Erste denkt, ich habe 4 rote Karten auf der Hand, wir spielen es zu zweit. Ich habe 4 rote Karten auf der Hand, wir müssen 7, glaube ich, ausspielen. Der andere hat aber nur eine und ich weiß das nicht. Ich habe 4 rote Karten auf der Hand und ich habe die 1, ich fange direkt rot an. Dann kann das Spiel direkt verloren sein, obwohl man denkt, es sieht super aus. Und das sind so die Momente, was ich nicht mag. Und da stellt sich mir die Frage, ob das dann nicht ein bisschen vom Langzeitspaß zu eintönig ist. Wenn ich so ein Spiel möchte, wo es ums stumme Absprache geht, dann spiele ich Quickie Circuits. Da habe ich quasi immer wieder Anreiz, das Ganze neu anzugehen, weil ich diese verschiedenen Level habe. Bei Groundhog Day habe ich das nicht. Das ist für mich, es wirkt tatsächlich ein bisschen zufälliger und ein bisschen beliebiger als The Mind. Sorry for that. Thema geil. Kartenqualität miserabel. Und aber ja, wem es gefällt, auf jeden Fall mal in unseren Quickshot reinschauen, kriegt ihr nochmal einen deutlichen Eindruck dazu. Jetzt haben wir zwei Spiele rein, die ich eigentlich mag, beziehungsweise nicht mehr mochte, wieder sehr mochte. Exit. Ich habe Exit sehr gemocht, bis die Katakomben kamen, wo ich gesagt habe, das ist das Grauen. Das absolute Grauen, das war für mich furchtbar. Ich habe das, ich habe echt kurz Zeit gedacht, ich spiele kein Exit mehr. Wir haben dann, glaube ich, auch 2 oder 3 ausgelassen, haben dann wieder weitergespielt. Dann war plötzlich wieder cool hier und hat uns gefallen. Letztes Jahr im Urlaub Exit gespielt, hat uns gefallen. Da war es Mississippi und jetzt haben wir das verfluchte Labyrinth gespielt. Ich werde nie wieder ein Einsteiger-Exit spielen. Warum? Ich habe überlegt, ob ich dazu ein Video mache. Ich habe einen Post abgesetzt auf Instagram. 77 Minuten Zeitverschwendung. Ich wollte eigentlich was ganz anderes spielen. Ich wollte eigentlich lieber Ascension spielen. Habe mich dann von meiner Frau bequatschen lassen, Exit das Spiel zu spielen. Ich wollte es ja auch spielen irgendwie, nur nicht unbedingt in dem Moment. Und wir haben es gespielt, das erste Rätsel schon so, hä? Sind wir jetzt doof? Ja, ich sehe was. Das ist offensichtlich. Nehmen wir den Hinweis 1. Ja, genau, ja. Sagt mir nichts Neues. Okay. Nehmen wir Hinweis 2. Leute. Gefühlt fallen Inka und Markus sowie, Ralf Querfurt steht hier nicht mit drauf. Ihnen fällt nichts Neues mehr ein. Und es wird dadurch irgendwie verquert, was vielleicht für Einsteiger gut ist, was aber für Experten, wo ich uns jetzt dann doch irgendwo ein bisschen einsortieren würde, einfach nur zum Davonlaufen ist. Für mich persönlich hat es überhaupt teilweise in vielen Punkten keinen Hand und Fuß gehabt. Das war nicht offensichtlich, wie man das macht. Dann musste man gewisse Sachen durchführen, was irgendwo Grütze hoch 3 war. Die Ideen waren cool und dann, ja, die Rätsel teilweise, aber nicht so konsequent durchgezogen. Für mich eines der Schwächsten. Wirklich eines der aller Schwächsten. Und es hat mich irgendwie null gekickt, null Spaß gemacht und war für mich einfach nur verschwendete Zeit. Fand ich schade. Und jetzt werde ich keine einfachen mehr spielen. Weil ich das Gefühl habe, bei fortgeschrittenen Experten schlagen wir uns deutlich besser als bei den einfachen. Und das ist irgendwo der Punkt, wo ich sage, dann Finger weg. Ja, also wirklich dann Finger weg. Wenn ihr fortgeschritten seid, lasst die Finger von den einfachen weg. Ich würde es einfach empfehlen. Und ich wollte da einen riesen Verriss dazu machen. Ich spare mir meine Energie, kommt auch kein zusätzliches Review. Vertane Lebenszeit, ich hätte lieber Ascension gespielt in der Zeit. Naja, was soll's, oder ich hätte lieber das hier gespielt. Wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, auch hier wieder, die Erwartungen, die ich an das Spiel hatte, konnten nicht erfüllt, konnten einfach nicht erfüllt werden. Woran lag's? Es lag ganz einfach an der Tatsache, dass, wie beschreibe ich das? Vielleicht waren die Ansprüche, die Ansprüche zu hoch. Ich habe hier erwartet ein Einsteiger-Unlock im Star Wars-Gewand.
Und ich habe gedacht, ja, was ist jetzt für mich als Star Wars absolut Greenhorn? Ja, ich kenne mich null aus. Ich kenne so, klar, R2-D2 und C-3PO. Die kennt man vielleicht noch, Darth Vader, Luke Skywalker, alles gut. Und natürlich auch Meister Yoda, ne? Kennen du musst. Und ja, so das, was man so mitkriegt, alles gut. Und darüber hinaus, Ende Gelände. So, wir haben es gespielt. Die ersten zwei waren pipifax einfach, hatten wieder ein paar coole Elemente, wobei ich dazu sagen muss, ich verstehe nicht, warum man dann eine extra App dafür braucht. Warum? Wir wollten es starten. Ja, das ist da gar nicht drin. Hm, was ist denn das für ein Mist? Lesen? Ah, die extra App. Okay, extra App installiert. Schön ist, Musik läuft am Hintergrund die ganze Zeit. Ja, es läuft die ganze Zeit irgendwelche bekannten Star Wars Melodien, die man kennt. Die bekannten Melodien wie Prinzessin Leias Theme und der typische Darth Vader Marsch. Super, ja, ist absolut cool, ja. Gefällt mir. Und gerade als Musiker, ich habe so viel Star Wars Film Medleys gespielt. Ich kenne die Musik, ich kenne den Film nicht. Super. Und das dritte hat mir gar nicht gefallen. Die ersten zwei waren vielleicht fast ein Ticken zu einfach, fand ich aber nicht schlecht. Ich habe über das Star Wars Thema hinweggesehen, alles gut, alles wunderbar. Meine Frau kennt sich da genauso wenig aus, dass sie nicht Ad-Ads gelesen hat, ist gerade alles. Das ist, wie soll ich sagen, das dritte war mir einfach irgendwie zu verquer, zu komisch, zu... Man braucht die Insider-Wissen. Um es sich leichter zu machen, braucht man Insider-Star Wars-Wissen. Und hat man das Wissen nicht, kann man es trotzdem spielen, aber tut sich vielleicht in dem Punkt schwerer und weiß dann nicht, war das jetzt eine gute Entscheidung. Und das ist der Punkt, warum ich sage für mich nein und ich auch jedem empfehle da draußen, kennt ihr euch im Star Wars Universum aus, mögt ihr Star Wars? Okay, gerade dann, wenn ihr einsteigen wollt in diese Unlock-Reihe und ihr Star Wars Fans seid, super geil, guckt es euch an. Es hat auch wieder coole Elemente, die mir super gefallen haben, wie die App eingesetzt wird und so weiter und so fort. Ja, cool. Und kennt ihr euch nicht aus, mögt ihr Star Wars vielleicht gar nicht oder seid ihr vielleicht absoluter Trekkie, auch dann Finger weg, ja? Finger weg, lasst bleiben und fangt mit einem anderen an, irgendwie mit dem ersten oder überhaupt egal mit welchem Unlock. Ich würde sagen, die sind alle eigentlich unterm Strich relativ gut, weil immer ein leichtes, ein mittelschweres, ein schweres ist. Hier ist leicht, leicht, mittelschwer und wirklich nur für den Einstieg, für Star Wars Fans, dann ist es cool, ansonsten lieber nicht, lieber andere. Letztes kooperatives Spiel. Da kann ich jetzt ein bisschen viel erzählen. Da könnte ich ewig philosophieren. Eins meiner Lieblingsspiele. Ich glaube, ich muss den Deckel runternehmen. Flashpoint Flammendes Inferno. Es war eine Zeit lang definitiv in meiner Top 5 bis Top 3 der absolut geilsten Spiele ever. Und ich habe gesagt, ich liebe kooperative Spiele. Und Flashpoint war auch einer der ersten 5 oder so, die ich mir tatsächlich angeschaut habe und zugelegt habe. Ich habe auch da immer noch dieses Erlebnis, damals krank gewesen, das Spiel kam bei mir an und ich habe es gespielt und quasi in krankgeschriebenem Zustand, mir ging es wirklich nicht gut, Regeln im Bett gelesen, rausgesetzt, gespielt, oh cool. Und dann mussten sämtliche Erweiterungen sein. Da sind auch die Jungs und Mädels von Klickenabend mit dran schuld, weil die haben nämlich von den Erweiterungen von Lutz Peacher entsprechend berichtet, jetzt habe ich den Namen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme, habe alles gebraucht, was mit Flashpoints zu tun hat. Und wir haben es online gespielt. Online aber, indem ich quasi den Spielplan übertragen habe. Das heißt, ich habe das Ganze entsprechend aufgebaut, habe das Ganze gemanagt. Die anderen habe ich remote zugeschaltet via Discord und die konnten dann quasi mitspielen. Und das hat Spaß gemacht, das hat unheimlich viel Laune gemacht und es wird auch im nächsten Monat wiederkommen. Also wir haben schon einen Termin ausgemacht, vermutlich, wenn ihr das Video schaut, spielen wir es gerade, ja? Also könnte durchaus sein, Montagabend, also heute Abend quasi, ist geplant, Flashpoint, Flammendes Inferno, ein speziell schwerer Aufbau. Denn wir haben ein dreistöckiges Gebäude gespielt, was ich besonders gerne spiele, habe dann aber die Brandherde weggelassen und jetzt wollen wir ein dreistöckiges Gebäude mit einkrachendem Fußboden im Chemielabor, mit Brandherd, mit unnötigen Gefahrenmarkern, mit allem drum und dran, mit jeder Menge Stuff spielen. Und genau darauf freue ich mich unheimlich und einfach mal wieder endlich Flashpoint spielen. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass Tom das Ganze nicht gefallen wird, er war Fahrzeugmaschinist. Rettungskorb hoch, rein, Person raus, Rettungskorb runter, Person auf Krankenwagen, auf das Löschfahrzeug, Rettungskorb hoch und so weiter. Das Ganze hat sich x-mal wiederholt. Tom ist gefühlt nur hoch und runter gefahren, sonst hat er nichts gemacht. Gespielt haben wir es zu fünft und hinterher hat sich Tom das Spiel gekauft.
Also Tom und Ines, Ines und Tom, um es fairerweise zu sagen. Ines war so der Löschschaumspezialist, der Löschspezialist, die war da so, ihr und ihr löschen. Es lief uns super rein. Also es war fast schon ein bisschen zu einfach, hat aber Spaß gemacht, auch die Abstimmungen und natürlich Dennis, der Emma gespielt hat, hat das schon im Aufgetisch gesagt und ihr da Leben eingehaucht hat und den Hund verkörpert hat. War schön, hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Partie Flashpoint und kann nächsten Monat wieder davon berichten. Da freue ich mich drauf und deswegen eines meiner liebsten Koop-Spiele. Deckel drauf. Was ist denn euer liebstes kooperatives Spiel? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst es mich mal wissen, das würde mich sehr interessieren. Bevor ich zu den App-Spielen und den Online-Umsetzungen gehe, werde ich jetzt über die Familienspiele berichten. Und das sind alles Spiele, die wirklich im Bereich Familie bis Familie Plus anzusiedeln sind. Lustigerweise haben tatsächlich die schwersten Spiele, die ich diesen Monat gespielt habe, das beste Potenzial für mich gehabt. Und ich war diesen Monat eher ein bisschen leichter unterwegs. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war diesen Monat eher mit leichten Spielen beschäftigt. Auch aber schön, weil es waren viele Spiele. Und viele Spiele ist auch schön. Und Dennis hatte ja schon ewig viel. Ich habe fast genauso viel verschiedene gelockte Spiele. Aber ich werde am Schluss eins gewaltig zusammenfassen. Aber erstmal geht's weiter. Familienspiel. Lichterfest. Lichterfest von Pegasus. Es ist so ein Spielchen. Es stand auf der Liste zum Auszug. Ja? Also es existiert von Mareike und mir eine interne Liste Spiele, die eventuell gehen müssen. Und jetzt stand da Lichterfest drauf. Wir haben es gespielt und haben dann beschlossen, naja, es hat sich nicht mit rumbekleckert, aber es darf bleiben, um vielleicht tatsächlich den einen oder anderen an Plättchen-Legespiele ranzuführen, weil es ist eigentlich relativ einfaches Legenspiel, Spiel mit ein bisschen Set-Collection an diesen Laternenkarten, um dann Aufträge zu erfüllen. Wirklich sehr, sehr Gateway-mäßig unterwegs, 30, 45 Minuten Spielzeit ab 8 Jahren und das passt schon. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange rumeiern, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es ausgezogen. Ich kann die Begründung meiner Frau verstehen, deswegen darf es bleiben. Und vielleicht wird es auch mal wieder gespielt in einer 3- oder 4er-Gruppe, wenn das Ganze denn zulässig ist. Und aktuell, ja für mich, ich brauche es nicht unbedingt. Dann hatten wir quasi den Moritz-Schuster-Abend. Ich habe letzten Monat auch wieder Mein Königreich für ein Pferd gespielt und habe da auch das Glück an Entwicklungsständen der Erweiterung ein bisschen beteiligt zu sein. Habe da von Moritz was zugeschickt bekommen, habe mir das auch mal angeguckt und ein bisschen ausprobiert, aber nur für mich selber. Auch da kommen interessante Sachen, kann ich schon mal versprechen. Und das lief ja jetzt gerade aus, die Kampagne, und ist ja erfolgreich finanziert worden. Ein Spiel, was einfach mit sehr viel schönen Miepeln daherkommt, Tiermiepeln, und so echt schön einfach daherkommt. Klar, vielen ist das ein bisschen negativ aufgestoßen, wie das Ganze gehandhabt wurde mit den Reviews, dass die alle an einem Tag online gekommen sind. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein schönes Familienspiel, was Spaß macht und was man deswegen jetzt nicht mit, mit Abneigung bestrafen sollte. Es ist so ein schönes Bauernhof-Kniffel für die Familie. Hat für mich einen guten Eindruck hinterlassen in allen Partien, auch als ich es mit Dennis gespielt habe. Und wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, dann erkennt man ein paar Kniffe und kann auch ein bisschen drumherum spielen, um den anderen ein bisschen an die Wand zu fahren. Und so bei Dennis und mir passiert, denn ich wusste so gewisse Sachen und konnte die Karten ideal einsetzen und habe dann am Schluss doch recht deutlich gewonnen. Aber es war einfach eine schöne Partie, super fluffig, schnell gespielt, schöner Absacker oder halt für die Familie. Ebenfalls ein schönes Spiel für die Familie und wieder ist es Moritz Schuster. Und es ist so ein bisschen ein Feel-Good-Spiel. Dream Cruise, wenn auch schon Kreuzfahrten quasi aus ökologischer Sicht verpönt sind, dann macht doch einfach die Kreuzfahrt auf dem Brett oder auf dem Spieltisch. So habt ihr wenigstens nicht das Problem, irgendwo die Ozeane zu vermüllen und irgendwo unnötig Schadstoffe in die Luft zu pusten, denn das ist garantiert schadstofffrei in dem Moment, wo ihr am Tisch sitzt, es sei denn, ihr sitzt da rauchend. Na, Scherz beiseite. Jedenfalls Dream Cruise, ein schön umgesetztes thematisches Familienspiel, was so unverbraucht für mich persönlich daherkommt.
Es hat gewisse Elemente, die man aus anderen Spielen kennt, wie zum Beispiel diese zentrale Auslage, wie sie bei mein Traumhaus vorkommt. Dann versucht man, die Meeple möglichst optimal zu positionieren, entsprechend die Touren anzubieten, vielleicht irgendwie Bordprogramm entsprechend anzubieten. Macht Laune, wann setze ich jetzt den Captain ein, um das Ganze besser umzusetzen? Wie kriege ich möglichst die Leute raus, um am Ende nochmal viele Punkte zu machen? Und das ist doch gar nicht so einfach, gerade wenn man mit Kennerspielern spielt, dann neigt man dazu, da doch ein bisschen rumzukrübeln. Ich bin auch nicht ganz unbeteiligt an einer Überarbeitung der Solo-Variante, weil ich tatsächlich ein paar Mal Solo gespielt habe und da wird wohl mit einer Erweiterung was kommen. Also auch hier ist Work in Progress, so viel kann ich ankündigen. Mehr darf und möchte ich noch nicht sagen, außer, dass ich das tatsächlich für ein sehr schönes, gelungenes Familienspiel halte, was ich auch, sobald es die Situation zulässt, auch mehrfach in der Familie testen werde. Da könnt ihr euch drauf verlassen, genauso wie mein Königreich für ein Pferd. Ich bin's meiner Familie schuldig, solche Feel-Good-Spiele einfach mal wieder auf den Tisch zu bringen. Und mir macht's Spaß. Insofern definitiv Win-Win-Situation. Jetzt muss ich euch wieder ein Spiel einblenden und das ist es auch aus dieser Kategorie Familienspiele. Vielleicht wäre es auch eher ein Familienspiel plus. Das Schwächste. Für mich das Schwächste neben Lichterfest. Wobei bei Lichterfest wusste ich, auf was ich mich einlasse. Bei Aquatica wusste ich das nicht, weil von Dennis wurde ich, oh, voll cool und ich habe das jetzt hier gekauft und, oder getauscht oder was weiß ich was und ah, voll genial und die Amis finden das mega und ihr mit den Rochen und so ein bisschen Engine Building und man schiebt es da unten drunter und jetzt hat Dennis blöderweise die erste Edition erwischt. Da sind die Playerboards so richtig gümmelig, also die Aussparungen in der falschen Stelle gestanzt, die Playerboards verschoben, also dass quasi die einzelnen Pappschichten nicht glatt übereinander sind, sondern so leicht versetzt, also so richtig Montagsproduktion, also richtig, richtig schlecht. Das blöd natürlich dadurch, dass er es Gebrauch gekauft hat und zuerst, ja, okay, die war wohl fehlerbehaftet, die neue sieht wohl besser aus. Ich kann mir aber denken, warum das kein Verlag tatsächlich auf Deutsch bringt, denn für das, was es ist, ist es zu wenig. Und es fühlt sich irgendwo banal an. Also es ist halt so ein bisschen Element von Concordia mit, ich nehme jetzt alle Karten auf die Hand oder habe alle Karten auf der Hand, ich spiele nacheinander aus, irgendwann kommt eine Karte, die sagt, ich darf wieder alle auf die Hand nehmen. Und die Rochen, die ich quasi nutzen kann als Einmaleffekte, um dann, wenn sie umgedreht sind, wenn ich alle Karten auf die Hand nehme, wieder die Rochen umzuflippen. Ich versuche Aufträge zu erfüllen, dann muss ich allerdings einen meiner Standardrochen abgeben. Wenn ich die Karten durchgeschoben habe, dann kann ich sie archivieren, dann bringen sie entsprechend Punkte. Oder sie bringen mir vielleicht einen Bonus und so weiter und so fort. Alles ganz cool eigentlich von der Art und Weise, aber irgendwie ist es mir zu verkopft für das, was das Spiel tatsächlich mitbringt. Das Spiel als solches ist irgendwo zu wenig. Also, wenn ich diesen Handmanagement-Aspekt möchte, dann kann ich genauso gut, wenn ich ein Optimierungsspiel möchte, Fantastische Reiche spielen. Wenn ich allerdings quasi Handmanagement für mich persönlich mit Deckbuilding gleichsetze, dann kann ich auch ein Deckbuilder spielen, den richtigen. Und dieses Durchrutschen mit dem Kosten, das habe ich so bei Vikings Gone Wild oder bei Runestones, das habe ich aber gleichzeitig auch wieder bei einem Spiel wie Ascension und insofern gibt es da viel zu viele Alternativen, die mir persönlich mehr Spaß machen, weswegen ich Aquatica tatsächlich nicht spielen müsste. Ich fand es nicht schlecht, ich würde es auch wieder mitspielen, im Gegensatz zu einem anderen Spiel, was mich wirklich richtig enttäuscht hat, was später noch kommen wird. Aber so, es ist so ein Spiel, wo ich sage, es braucht man nicht. Und ich kann auch verstehen, dass da noch kein Verlag sich drum gerissen hat, das Ganze auf Deutsch zu bringen. Ist einfach zu wenig Spiel für mich. Aber ist klar, den Amis gefällt sowas. Die mögen ja auch irgendwelche Würfelorgien mit 20.000 Würfeln, wo keine Sau weiß, was dabei rauskommt. Insofern passt das durchaus. Das ist für die ja schon höchst strategisch. Aber das ist jetzt natürlich wieder etwas ironisch überzogen. Also nehmt diese Aussage bitte nicht zu ernst. In der Kategorie Familienspiel hat definitiv am besten gepunktet der liebe Robin Hood. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt kommt das Spiel definitiv nächsten Monat nochmal auf den Tisch. Es sind nämlich letzte Woche die Solo-Szenarien, ich glaube 3 Stück sind das oder so, veröffentlicht worden. Und die werde ich tatsächlich mir vielleicht noch anschauen. Also zumindest ist es geplant, ob ich es dann tatsächlich dazu komme, weiß ich nicht. Aktuell, letzten Monat, kam ich auch nicht dazu, Gloomhaven Pranken des Löwen weiterzuspielen, einfach weil ich, wenn ich alleine gespielt habe, tatsächlich entweder in der App gespielt habe oder auch mal online gespielt habe oder halt an Solo-Varianten wie jetzt Dream Cruise rumgebaut habe oder auch tatsächlich ein anderes Spiel, mein Highlight-Spiel, ein bisschen Solo gespielt habe. Und deswegen kam Pranken zu kurz und den Monat nicht auf den Tisch. Diesen Monat aber Robin Hood und wir haben es durchgespielt.
Ist so ein Spiel, es macht Spaß, ist eine schöne Geschichte, es hat viel Spaß gemacht, das zu spielen. Allerdings muss ich persönlich für mich sagen, reicht mir das schon vollkommen aus. Ich brauche nicht mehr, mir reicht das und ich würde zu Robin Hood einfach wieder entsprechen in den Sherwood Forest entlassen, würde das Spiel einfach weitergeben. Ich brauche es kein zweites Mal, ich brauche es nicht in diesem Advanced Mode durchspielen. Wie gesagt, Solo würde ich es jetzt noch ausprobieren. Ich würde auch den Promo-Fall Ende des Monats vielleicht noch ausprobieren oder was auch da kommen wird. Und ansonsten ist nett, macht Spaß, macht nichts verkehrt. Dieses Bewegen über den Spielplan, ihr habt es vielleicht gesehen, unser Review ging ja am Samstag online. Das ist cool, das ist irgendwie so Tabletop-mäßig, meets Familienspiel, meets Abenteuerspiel. Gut gelungen. Also man muss einfach sagen, neidlos anerkennen, Michael Menzel, gute Arbeit, good job, schönes Familienspiel, Familienspiel plus. Ab 10 Jahren, ich denke, man kann es auch schon mit 8- oder 9-Jährigen spielen, wenn die pfiffig sind. 2 bis 4 Spieler, wir haben es zu zweit durchgespielt, schön. Es ist nicht zu schwer, man kann es sich aber leichter machen. Man kann auch wohl auch was schwerer machen, habe ich jetzt mitbekommen. Gibt es entsprechende Anpassungen. Ich habe euch mal den Link auf die Homepage in die Videoinfo gepackt. Dann könnt ihr da mal schauen, falls ihr da nachbessern wollt. Robin Hood, definitiv ein sehr cooles Spiel, empfehlenswert, hat Spaß gemacht. Stellt euch aber darauf ein, ihr werdet es tendenziell 7-mal spielen, vielleicht dann noch ausprobieren in diesem Advanced Mode, um dann das Spiel zur Seite legen, es sei denn, da kommen Erweiterungen. Man weiß ja nie. Und bei Andor kam so viel auch mit Fan-Erweiterungen. Robin Hood hat Potenzial, in die gleiche Kerbe zu schlagen. Es ist sehr cool, für mich nicht in den Highlights, aber ein sehr cooles Spiel. Und im Bereich dieser familiären Spiele definitiv dann doch wieder mein Highlight des Monats. Ja, so viel zu Robin Hood. Ja, jetzt kommen wir traditionell schon zum digitalen Erlebnis des Monats und ich glaube, da gehe ich jetzt über die nächsten 2 Spiele sehr schnell drüber. Ich habe diesen Monat wieder 3 Spiele sehr viel in der App gesuchtet und 2 Stück, die erwähne ich gefühlt jetzt jeden Monat. Deswegen möchte ich da gar nicht länger drauf eingehen. Ganz schön clever, doppelt so clever, clever hoch 3. Das dritte habe ich nur nicht physikalisch vorliegen. Habe ich alle gern in der App gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese kleinen cleveren Spiele. Einige Partien wieder einfach mal nebenbei gezockt. Das macht einfach Spaß, wenn man irgendwie auf dem Sofa sitzt, wenn man irgendwie wartet auf irgendwas oder einfach mal nur kurz zwischendurch Zeit hat. Super gern. Und deswegen sehr empfehlenswert. Ich mag die und ich mag die App-Umsetzung. Genauso mag ich die App-Umsetzung von der Unterhändler. Und viele wissen, das ist auch so einer meiner All-Time-Classics im Bereich Solospiele und App-Spiele. Der Unterhändler von Frosted Games, super, super, super Insider-Tipp, egal ob in der App oder eben auf dem Brett. Ich mag's, ein sehr cooles Spiel, man muss sich natürlich auch einen erhöhten Glücksfaktor einlassen, aber man kann mit den Karten quasi, wie soll ich sagen, man kann mit den Karten so planen, dass es im Normalfall funktioniert, auch mit der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten. Und dann hängt es quasi nur noch von einem Würfelwurf ab und da kann man natürlich auch schon damit planen, dass dieser vielleicht schief gehen könnte. Ich spiele es gern, auch wenn ich immer wieder unglaubliches Pech habe und mit 4 oder 5 Würfeln dann nicht 2 Erfolge schaffe. Oh, das ist so deprimierend, aber ich mag es trotzdem. Ja? Also ich mag das Spiel einfach. Und dann habe ich im letzten Monat Board Game Arena für mich entdeckt. Ich bin ja jemand, ich meide solche Umsetzungen wie Tabletop Simulator und wie heißt das andere? Mir fällt es gerade nicht ein. Und warum meide ich solche Umsetzungen? Ich meide solche Umsetzungen, weil ich sage, ich möchte nicht am Bildschirm sitzen. Klar, ich spiele auch in der App, das gebe ich offen zu. Aber warum? Da übernimmt die KI, also das Management, wird durch die App übernommen. Und wenn ich jetzt was nehme wie Tabletop Simulator und das ganze Management selber übernehmen muss, spiele ich es lieber am Brett. Gerade jetzt Flashpoint hat Dennis im Tabletop Simulator noch gezeigt, wie man das Ganze entsprechend da spielen könnte. Dann habe ich gesagt, ich sage, alles wunderschön, gibt es da die Erweiterung? Nö. Okay, aber ich muss alles managen, also habe ich keinen Vorteil, dann spiele ich es lieber am Brett. Und genau das, ich habe kein Steam, ich habe keinen Tabletop Simulator, ich sehe auch nicht ein, da noch extra Geld reinzubuttern, wenn man denn nicht da eine positive Variante hätte, die kostenlos ist. Oder halt einfach der Premium-Account ein paar Euro kostet, ich glaube 2 Euro im Monat sind es. Und das ist definitiv wert, auch wenn ich ihn nicht habe. Und habe aber da jetzt mit Dennis ein bisschen rumgespielt. Board Game Arena angefangen zu spielen, dann wird einem mir das Ganze an Can't Stop erklärt. Da habe ich ein paar Partien Can't Stop gespielt tatsächlich. Oh, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Gefühlt irgendwann in den 90ern und danach nie wieder. Can't Stop, immer noch irgendwie ein cooles Spiel, was mir Spaß macht.
Und was natürlich super einfach ist, weil man nicht mal drüber nachdenken muss und die Würfel nicht zusammensortieren muss, sondern man hat es direkt quasi, dass man es online angezeigt bekommt, wo man vorwärts laufen kann und ob man weiterzocken will oder nicht. Und dieses Push-Your-Luck-mäßige und weiterzocken und weiterzocken und weiterzocken und eigentlich ist die 7 wahrscheinlichkeitsverteilungsmäßig, müsste die immer dabei sein, ist es dann aber doch nicht. Und ich mag es, ich habe es gern gespielt jetzt ein paar Mal und ja, war ein guter Einstieg. Und dann habe ich mich ein bisschen ausprobiert, habe ein paar verschiedene Spiele ausprobiert und muss sagen, Boardgame Arena hat hier eine gute Figur hinterlassen. Zum Beispiel bei Sechs nimmt kein Spiel für Hornochsen, war erster Platz Deutscher Spielepreis 2094, aufgenommen in die Auswahlliste zum Spiel des Jahres 1994. Ein Kramer-Spiel, wenn ich es richtig weiß. Ja, Wolfgang Kramer. Und Sechs nimmt, ich habe es früher viel gespielt, als wir auf Konzertreise waren mit dem Orchester in Italien, haben wir es gespielt und das ist eine relativ alte Version, die ich ja tatsächlich habe. Steht nicht drauf, von wann. Muss ich jetzt mal spaßeshalber reingucken. Oh, die Regeln sind ganz unten drunter. Das ist was ich tatsächlich häufig gemacht habe. Früher die Regeln unten drunter, vor allem wenn ich sie in- und auswendig kenne. Oh, steht da echt jetzt nichts drauf. Oh, das ist schade. Das ist wirklich schade, weil dieses Spiel ist doch bei mir schon lange in der Sammlung. Wirklich sehr lange. Ich habe keine Ahnung, wie lange, aber seit den 90ern, bestimmt. Sechs nimmt, gerne wieder gespielt und immer noch ein schönes kleines Spielchen, was ich nicht verstecken muss. Was ich dann auch ein paar Partien gesuchtet habe, muss ich echt schon sagen, ist Maßwürfel. Und gefühlt ist die Wahrscheinlichkeit ja in online noch schlechter. Und wir versuchen hier entsprechend als Marsianer hier Menschen, Rinder und hier Hühnchen zu entführen. Hoffen, dass die Erdarmee uns nicht überrollt mit ihren Panzern und Abwehrstrahlen entsprechend genügend hoffentlich würfeln, dass wir die Panzer abwehren können. Maßwürfel, so ein Steve Jackson Game, nein, ist es nicht, aber genau das könnte es von der Art sein. Es ist bei TMG rausgekommen, bei Pegasus auf Deutsch, ich glaube das Spiel gibt es gar nicht mehr inzwischen. Ich finde es immer noch witzig und cool und es ist so ein bisschen die Alternative zu Zombie-Würfel. Ich habe damals auch eine Spielerklärung dazu gemacht. Oh, lang ist her, war eines der ersten Videos hier auf dem Kanal oder mit eines der ersten. Damals viel gespielt worden. Halt cool zum einfach mal mitnehmen. Dann habe ich auch ausprobiert Draftosaurus in Boardgame Arena. Auch das definitiv empfehlenswert, macht Spaß und hat mir einen schönen Abend beschert. Auf dem Sofa mal kurz zwei Partien nebenbei gespielt. Und auch das ist eine klare Empfehlung. Draftosaurus für mich ein super cooles Spiel. Ein super schönes Einstiegs-Drafting-Spiel. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, als ich Dragon Parks genannt habe. Für mich Draftosaurus das noch bessere Spiel. Ja, definitiv auch hier eine schöne Umsetzung. Und meine Mitspieler wissen ja, wir spielen aktuell, statt unsere Montagsspielrunde spielen wir online. Und zwar online in Boardgame Arena oder halt online mit Spielbrettübertragung wie bei Flashpoint. Und wir haben eigentlich Boardgame Arena unter anderem ausprobiert wegen Welcome to Your Perfect Home. Wir haben es gespielt. Und es blieb natürlich nicht bei einer Partie. Ich habe es erstmal mit Dennis ausprobiert, um zu gucken, ob das gut funktioniert. Weil Dennis meinte, ah, meine Bildschirmübertragung. Dann kann ja jeder hier den Spielplan sich runterladen. Oder ich schicke ihn vorher als Foto rum. Kann man ausdrucken, können wir mitspielen. Dann habe ich gesagt, oh, es gibt viele Nachfragen. Es gibt sehr viele Nachfragen. Klar, man könnte es definitiv spielen. Also Boardgame Arena ausprobiert mit Dennis zusammen. Oh, das ist ja cool. Das bietet einem direkt an, wo ich eintragen kann. Kann ich auch gar nichts falsch machen. Und wenn ich das jetzt auswähle, dann macht es das direkt für mich selber. Und dann noch festgestellt, dass Dennis was falsch gespielt hatte in der Vergangenheit. Festgestellt, dass ich eine kleine Regelungenauigkeit drin hatte. Mein lieber Scholli. Und zack, hat sich schon gelohnt. Wir haben es dann montags gespielt mit in der 7er Gruppe, glaube ich. Und haben es 4 Partien gespielt. Immer noch geil. Ja, also super schönes Flip and Ride. Hier eintragen mit den Hausnummern und dann mit der Erweiterung gespielt, mit dem Kreisverkehr. Und ich mag's. Ich mag's immer noch und immer wieder gerne. Welcome to. Hab da auch noch ein paar Erweiterungen rumliegen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe das ja sogar einfoliert hier, dass ich es quasi wegwischen kann. Zuletzt gespielt, letztes Jahr im Urlaub. Urlaub, ja, als wir eine Woche an der Ostsee waren. Und Welcome to, immer wieder super gern gesehen, wie gesagt, die Umsetzung auf Boardgame Arena empfehlenswert. Was man natürlich dazu sagen muss, manche Spiele kann man nicht starten auf Boardgame Arena, wenn diese quasi Premium-exklusiv sind, dann muss man einen Spieler in der Gruppe haben, der einen Premium-Account hat und schon können alle mitspielen.
Super simpel, ja. Ihr braucht bloß einen Account, könnt auch echt vieles, auch Heavy-Spiele kostenlos spielen. Ich möchte hier keine Werbung eigentlich machen für Board Game Arena, muss aber sagen, ich bin sehr angetan von der Umsetzung und hoffe ja jetzt, dass durch die Übernahme von Asmodee da noch ganz, ganz viele tolle Spiele entsprechend umgesetzt werden. Jo. So viel zum digitalen Anteil diese Woche. Und bevor ich mich jetzt an meine absoluten Highlights diesen Monat setze, muss ich jetzt erstmal ausholen und zu einem Lowlight kommen. Ja, also wenn das Highlight, dann ist das ja das Lowlight. Eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, weil mir das Spiel, also Dennis und Flo haben davon geschwärmt. Noch einer aus meiner Mitspieler, der liebe Tom, also schon mehrfach genannt, Grüße lieber Tom, hat auch davon geschwärmt. Oh, voll cool, man kann parallel spielen und ist voll geil und Kickstarter ausgeliefert worden, bei Dennis angekommen, bei Tom angekommen, bei Flo angekommen. Und dann hört man, ah, oh, wir spielen das Spiel. Und Dennis, oh, ich möchte das unbedingt spielen. Rede ist von Steampunk Rally. Ja. Ein Steampunk Camel Up. Wo aber jeder quasi selber das Kamel ist, beziehungsweise selber diesen Flugkörper, mit dem wir da entlang brettern oder dieses Fahrdingens, Bummens, weil eigentlich braucht man keine Räder, um zu fahren und kann aber auch, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall diese komischen Fortbewegungsmittel, mit denen wir versuchen, das Rennen zu bestreiten. Es gibt so viele Punkte, die mich an dem Spiel gestört haben, dass ich sage, das brauche ich nicht nochmal mitspielen. Ja, also da spiele ich dann tatsächlich lieber Camel Up. Warum? Ich werde es jetzt an dieser Stelle begründen, das ist fast schon hier ein Review an dieser Stelle. Das heißt, entschuldigt, wenn es tatsächlich ein bisschen länger dauert, aber da möchte ich ausholen, warum mir es nicht gefällt. Ich habe es mit Dennis gespielt und zuerst mal muss ich sagen, die Karten, lecker Artwork, ja, also wirklich cool gemacht, auch dass man so diese Standardkarten hat, die man reinlegt und dann die anderen Karten dranlegt. Das gefällt mir schon, ja, also es hat einen coolen Eindruck hinterlassen. Und dann tolles Material und auch mit diesen Metallrädchen und cool. Aber, ganz, ganz dickes Aber. Schöne Würfel übrigens noch, ja. Auch mit dieser Fusion-Erweiterung, diese Fusion-Die. Aber das, oh, der Spielplan, meine Herren. Erstens, warum macht man das Ding ins Modular? Das verschiebt sich die ganze Zeit. Muss gar nicht sein, weil so riesig sind die Unterschiede dann nicht, ob ich jetzt die zwei Teile umdrehe. Und das macht jetzt nicht die Suppe fett. Da hätte man auch einen richtigen Spielplan nehmen können. Und holy guacamole. Was eine gümmliche Spielplanoptik. Es passt für mich vom Flair null zu diesen Steampunk-Dingern, die man da zusammenbastelt. Das sieht cool aus. Und dann kommt dieser gümmliche Spielplan, über den wir fliegen. So richtig gümmlich. Das sieht aus, als hätte es ein Drittklässler gemalt. Irgendwo Paint 90er Jahre stand. Furchtbar. Also für mich grausamer Spielplan. Optisch Kotz. Furchtbar, gefällt mir nicht. Also bin ich ganz ehrlich, für einen Kickstarter unter aller Sau. Also dieser Plan, da ist ihm das Geld ausgegangen, da hat der Designer gesagt, nö, entweder knete oder ich male einen Scheiß und hat dann Scheiß gemalt. Oh, Leute, bezahlt doch einfach die Designer richtig, dass die euch was Gescheites designen. Furchtbar. Wenn ihr es schön findet, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne, ich finde ihn toll und begründet bitte warum. Ich finde ihn furchtbar. Und egal welchen man davon nimmt, ob man den Fusion-Plan nimmt oder den Basisplan, die Vorderseite oder Rückseite, eine gibt's, die sieht einigermaßen okay aus, die ist auch unübersichtlich und der Rest sieht einfach nur kacke aus. Meine Herren, furchtbar. Und dann kommt das größte Problem, was ich bei dem Spiel habe und ich habe vielleicht ein Problem mit solcher Art von Spielen, weil ich gewisse Mitspieler hatte in der Vergangenheit, denen ich nicht vertraue. Das geht so weit, wenn ich ein Spiel habe, wo ich hinter einem Sichtschirm würfel oder parallel spiele und irgendwas machen kann, da kann man sich das Ganze zurecht bescheißen. Und ja, ich hatte da eine Diskussion, glaube ich, mit Tom sogar, von wegen, wenn das jemand nötig hat, dann soll er halt gewinnen und soll es bescheißen und soll sich damit halt gut fühlen, muss er selber mit sich ausmachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Weil wenn da einer sich das zurecht bescheißt und ich vielleicht gut gespielt habe und ehrlich gespielt habe und deswegen verloren habe und vielleicht sogar das Gefühl habe, der andere hat beschissen, dann macht mir derjenige das Spiel kaputt in dem Moment. Und dann möchte ich entweder mit so jemandem nicht spielen und ich verwende jetzt einen Begriff Rewind Player, die ewig rückgängig Macher. Ich habe da so einen Spieler in meiner Spielegruppe gehabt, zum Glück. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Ich mache den Zug so. Nee, machst du nicht, du hast die Ressource nicht. Hab ich doch.
Nein, die hast du gerade bei vorwärts, rückwärts zurecht beschissen. Und da wird so, if you cannot convince them, confuse them. Also wenn du zu mies spielst, dann verwirr die Leute mit vorwärts, rückwärts, bescheißt dir was zurecht und zack, gewinnst du plötzlich, weil du hast ja plötzlich eine Ressource, die dir gefehlt hat. Und wenn ich mit so einem Spieler spiele, dann brauche ich kein Spiel spielen, wo ich 100% parallel spiele. Weil in dem Moment ist mir egal, was die anderen machen. Und das ist das Problem bei Steampunk Rally. Mir ist egal, was die anderen machen, weil ich ja mit mir beschäftigt bin. Auf der anderen Seite möchte ich aber gucken, was die anderen machen, um vielleicht was zu lernen, um vielleicht aber auch einen Fehler zu sehen. Und genau diese Balance hält das Spiel für mich nicht. Auf der einen Seite macht jeder seinen eigenen B und auf der anderen Seite möchte ich aber sehen, was die anderen machen. Ich könnte ja jetzt hergehen und das Spiel hintereinander spielen. Jeder Spieler nacheinander. Wäre okay. Dann ist die Downtime exorbitant, dann wollt ihr das nur zu zweit spielen. Die Interaktion zu zweit ist gähnend langweilig, also Steampunk Rally zu zweit gefloppt, optisch vom Spielplan gefloppt, dieses parallele Spielen gefloppt, weil man kann sich das zurecht bescheißen, das mag ich nicht. Und jetzt suche ich den verzweifelt den Vorteil. Oh, ich habe ein cooles Racing Game, das spiele ich lieber Camel Up. Ich bin ganz ehrlich, weil Steampunk Rally dauert mir zu lang für das, was es ist. Und es ist eigentlich nur ein Camel Up, bei dem ich selber das Kamel spiele. Mit coolen Karten. Die Karten finde ich cool. Das macht auch Laune. Und das Würfeln macht auch irgendwie Laune. Aber dann dauert es mir zu lang, wenn ich warte. Und wenn ich nicht warte, weiß ich nicht, ob die anderen sich was zurecht bescheißen. Und Entschuldigung, da wurde ich in der Vergangenheit enttäuscht. Und deswegen mag ich es nicht. I'm sorry. Steampunk Rally, Flop des Monats. So. Im Gegensatz dazu hat ein anderer Kickstarter, oh jetzt kommen zwei Kickstarter. Eigentlich sogar drei. Ich glaube, das war auch Kickstarter ursprünglich mein Spiel des Monats. Oder gab es zumindest auch Kickstarter-Varianten. Aber wir starten. Ihr habt vielleicht letzte Woche meinen Pile of Future Glory verfolgt. Und jetzt kommen tatsächlich zwei Spiele von diesem sagenumwobenen Pile of Future Glory. Und da starte ich mit einem Spiel, was mir auferlegt wurde. Und ich möchte da aber gar nicht so viel erzählen. Déjà-vu Fragments of Memory. Mit Dennis gespielt und ich kann so viel vorwegnehmen. Ich bin begeistert. Es ist ein weniger verkopftes, aber nicht weniger komplexes Five Tribes. Schöne Optik. Schönes Material. Schönes Spiel. Gerne, gerne wieder. Super Hirnzwippler. Hinterher sitzt er da und da raucht der Kopf. Da raucht wirklich der Kopf. Aber mega. Also wirklich, wirklich ganz, 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 ganz große Klasse. Und deswegen Déjà-vu. Ich werde da definitiv ein Video dazu machen. Ich werde aber auch jetzt noch die Solo-Variante spielen und die Coop-Variante ausprobieren und dann hoffentlich ausführlich davon berichten. Ich habe es auf meiner To-Do-Liste. Ich denke, da werden in den nächsten 4-5 Wochen wird da ein Video dazu folgen. Und ja, und ich bin dankbar dem Pile of Future Glory Format. Ich weiß nicht, ob ich es ansonsten so schnell auf dem Plan gehabt hätte oder auf dem Tisch gehabt hätte, weil ich habe es zwar auf meiner internen Müssen-wir-spielen-Liste mit meiner Frau, aber ob es da so schnell gekommen wäre, weiß ich nicht. Super, ja, also wirklich ganz große Klasse, freue mich auf mehr Partien. Déjà-vu, da gibt es nichts zu meckern. Nächstes Spiel, vorletztes Spiel. Wow, wir sind fast am Ende und das doch bei einer überschaubaren Zeit. Naja, ich habe hier das nächste Spiel von meinem Pile of Future Glory und es ist nicht Era of Tribes, denn das liegt noch hinter mir im Regal, da setze ich mich die nächste Woche an die Regeln. Das waren ja die zwei Spiele, die mir auferlegt wurden. Und ein Spiel wurde mir von euch auferlegt, da gibt es dann morgen die Auflösung, beziehungsweise morgen lösen wir es intern auf und am kommenden Samstag erfahrt ihr es, was ich spielen muss. Aktuell führt der Yokohama. Also noch teilnehmen. Ja, was habe ich gespielt? Everdell. In der wunderschönen, absolut tollen Collectors Edition. Vanilla, Base Game, ohne Add-on, ohne alles. Ja? Also nur das, was hier drin ist in dieser Box, haben wir verwendet. Gut, wir haben die Open-Close-Schildchen verwendet, die Dennis unbedingt verwenden wollte, die aber jetzt nicht unbedingt so wichtig waren. Aber es war so, dass, wie soll ich sagen, ich habe mich vorbereitet natürlich für den Spielabend. Ich habe die deutschen Regeln durchgelesen, die dankenswerterweise auf pegasus.de entsprechend einsehbar sind, weil ich habe hier das englische Original.
Und habe mir dann ein Let's Play angeguckt von Hunter und Kron und habe mich dann hingesetzt und habe quasi das Spiel mit Dennis gespielt. Es gab ein, zwei Sachen zu klären und los ging's. Super, ja, also, und auch hier. Wir waren nach Déjà-vu und Everdell echt durch, ja. Da haben sich so kleine Rauchwölkchen aus unserem Kopf gelöst und das war wirklich heavy. Also es war heavy shit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so dermaßen erschöpft war nach einem Spieleabend. Und das war tatsächlich jetzt dank Everdell, so muss man einfach sagen. Und dank Déjà-vu. Wir waren tatsächlich gleichzeitig fertig, ja. Dennis ist. Ich bin früher in den Frühling gegangen, Dennis ist früher in den Sommer gegangen. Wir sind dann, glaube ich, oder nee, ich bin auch früher in den Sommer gegangen. Dennis ist dafür früher in den Herbst gegangen und dann sind wir am Ende gleichzeitig rausgekommen. Echt lustig. Gleichzeitig hintereinander das Spiel beendet. Und am Ende hat Dennis dann doch verhältnismäßig, na, deutlich glaube ich nicht, aber er hat gewonnen, ja. Also da gibt es nichts zu beschönigen. Hat vielleicht auch einfach die Erfahrung noch mal ein bisschen durchgeschlagen. Ich war ein bisschen verbaut. Ich hatte ein bisschen mein Dorf ein bisschen zu voll, ja. Also da war ich zu früh bei 15 und musste dann irgendwie was wegbekommen und das war dann doch ein bisschen schwerer möglich. Hat aber dann doch am Ende noch geklappt und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir gefallen. Es hat mir wirklich gut gefallen und ich würde es auch gerne wieder spielen und habe mir auch direkt von Dennis angeschaut oder zeigen lassen, was so die Erweiterungen mit sich bringen und muss ganz ehrlich für mich sagen, ich stelle mir die Frage, wofür braucht man die Erweiterung überhaupt? Hier kommt direkt im Spiel schon einiges mit. Ich würde die Pearlbrook-Erweiterung für den Preis, der abgerufen wird, nie und nimmer kaufen. Das wirkt für mich, als wäre es die schwächste und schlechteste Erweiterung. Dann lieber Belfair oder Stark, nee, wie heißt das andere? Irgendwas mit S. Oder jetzt vielleicht die neuen. Aber never ever Pearlbrook, also die kitzelt mich überhaupt gar nicht. Und ich würde sagen, ich spiele es gerne wieder. Und ich freue mich jetzt auch auf eine Partie mit meiner Frau, weil wir entsprechend entscheiden wollen, bleibt es quasi jetzt als englisches Exemplar im Regal stehen oder wechseln wir auf die deutsche Version. Und dann natürlich mit dem Manko, dass wir nicht die Collector's Edition haben, weil ich kann ja hier jetzt schlecht sagen, ha, steht zwar Collector's Edition drauf, aber ich nehme jetzt das Collector's exklusive Zeug raus. Das wäre ja auch unfair. Und wer macht das schon? Und insofern, ja, ist jetzt noch die große Frage, das Englische ist nicht so schwer, dass man es nicht schaffen würde. Ob wir dazu Erweiterungen brauchen, ich würde aktuell sagen, nein. Ob es im Regal bleibt, sage ich aktuell eher ja. Und ich kann den Hype um das Spiel nicht verstehen. Ich finde es ein gelungenes Spiel, was unglaublich hübsch illustriert ist, was in manchen Punkten aber fast ein bisschen unübersichtlich ist tatsächlich, weil ein bisschen zu viel Optik vor Usability gesetzt wurde. Das schlägt in manchen Punkten durch, aber alles in allem ein gelungenes Spiel, was mir viel Spaß gemacht hat, wo ich mich auf neue Partien freue, was ich auch gerne mit meiner Frau spielen möchte. Und ja, Everdell in der Collector's Edition. Einfach hübsch, einfach schön und ein gutes Spiel. Wie gesagt, uns hat der Kopf geraucht. Und wie das dann mal so ist, wenn einem der Kopf raucht, dann spielt man einen Absacker und ein Spiel, das Dennis im letzten Monat einige Male gespielt hat, hauptsächlich in der App und zweimal mit mir. Und ich aber, glaube ich, gefühlt 40, 50 Mal in der App gespielt habe. Und lass mich jetzt mal kurz überlegen, wie oft ich es auf dem Brett gespielt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bestimmt 10 oder 12 Mal auch auf dem Brett. Nämlich zum Teil solo, zum Teil mit meiner Frau, zum Teil mit Dennis. Ascension. Eieieiei. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel quasi aus eurer Sammlung entlasten? Und um auszuholen an dieser Stelle. Ich habe damals Ascension, oder wir haben damals, muss ich sagen, Ascension, Sturm der Seelen besessen und die Erweiterung Immortal Heroes. Und ich habe auch entsprechend in der App immer wieder gern das Basisspiel gespielt. Und damals haben wir dann quasi Ascension verkauft, beziehungsweise wir haben es eigentlich meiner Schwester vermacht. Das war der Tatsache geschuldet, dass wir einfach gesagt haben, hey, ja, Deckbilder, wir haben so viele im Regal und so viele braucht man ja gar nicht und jetzt reduzieren wir ein bisschen und wir belassen es vielleicht bei Dominion und irgendwas Cooles. Und dann sind wir bei Dominion geblieben und dann kam danach Vikings Gone Wild, was ins Regal eingezogen ist. Ich bin gerade überlegen, ob ich. Ne, ich glaube, ich habe Ascension abgegeben, bevor ich Vikings Gone Wild gekriegt habe. Und ich wollte einfach meine Sammlung ein bisschen reduzieren. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Bock auf Deckbilder. Und es war mir alles so ein bisschen zu, oh, ist ja eh immer das Gleiche. So.
Aber jetzt kam da allen Ernstes als Ankündigung Ascension Eternal, quasi ein Best-of aus der 10-jährigen History von Ascension. Ja, das Spiel gibt es schon 10 Jahre. Irre, oder? Irre. Ja, ich habe das schon 2013, 14 entdeckt und seither spiele ich es immer mal wieder. Habe es in der App jetzt lange Zeit nicht gespielt, direkt die App installiert, in der App gespielt. In der App 2 Erweiterungen, noch damals tatsächlich freigeschaltet gehabt. War total begeistert, dass ich jetzt 2 Erweiterungen spielen kann, und zwar War of Shadows und Delirium. Und da kommen wieder neue Sachen dazu. Und für alle, die jetzt denken, oh, Ascension, das klingt eigentlich interessant, wir planen eine riesen Ascension-Vergleichsfolge, also ich plane die, und ich sitze ja schon inzwischen inmitten von einigen Ascension, und hat auch dazu geführt, ich habe das hier gespielt, das ist ja quasi so eine Zweispieler-Erweiterung. Aber im Gegensatz zu den anderen Zweispieler-Packages, die ja so groß daherkommen und die entsprechend keinen Spielplan drin haben, hat dieses kleine jetzt einen Spielplan tatsächlich dabei. Ich zeige das jetzt einfach mal, wo hier entsprechend die zentrale Auslage ausgelegt wird und hier dann teilweise drangelegt wird. Das ist sehr schlank gehalten und ist eigentlich ideal als Mitnahmeformat. So. Ihr seht den Größenunterschied, ja, und ich würde sagen, das punktet definitiv in der Mitnahmegröße. Und deswegen allein schon für mich natürlich sehr cool, weil das kann ich einfach jetzt mitnehmen. Ich kann es allein spielen, kann es zu zweit spielen. Der Solo-Modus wurde, glaube ich, mit Sturm der Seelen eingeführt. Und ja, Chronicles of the Godslayer, das erste. Dazu gab es Return of the Fallen, eine Erweiterung, auch dies hier drin. Das habe ich mir von Georg ausgeliehen, dankenswerterweise. Und auch von Georg ausgeliehen, Sturm der Seelen, beziehungsweise das englische Storm of Souls mit der Erweiterung Immortal Heroes. Auch das ist drin. So, wir haben uns dazu gelegt auf Deutsch. Das letzte deutsche Pack, das es gibt. Denn danach kam nichts mehr auf Deutsch, das wurde dann ganz abgekündigt. Aufstieg von Vigil. Und dazu passend das kleine Pack Entfesselte Dunkelheit. So. Und jetzt hier halt Eternal, was das Ganze letztendlich wieder getriggert hat. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen so viele Partien Ascension gespielt. Ich habe die Entfesselte Dunkelheit einige Male solo gespielt. Das macht einiges besser, was bei Aufstieg von Vigil nicht so reibungslos ist. Ich habe mit meiner Frau Sturm der Seelen gespielt. Wir haben sie in der App zusammengespielt, also gegeneinander und gegen KI. Und es macht einfach Laune. Und dieses Spiel hat mich so extrem gefesselt, dass ich sage, okay, da möchte ich jetzt noch weitere haben. Die stelle ich mir jetzt gern wieder ins Regal. Und es ist halt auch irgendwie so optisch, sieht es einfach schön aus. Ich meine, okay, man muss es mögen, die Optik. Mir gefällt sie, ich finde es echt cool, gelungen. Und hier haben wir quasi ein Crossover, hier sind Karten drin von allen Editionen. Sehr, sehr cool gelungen bei Eternal. Und jede Edition bringt ja was Einzigartiges mit, ist aber in sich allein spielbar. Also auch diese kleinen Boxen sind quasi allein spielbar, nur mit weniger Spielern. Kombiniert man die kleine Box zur großen Box, kann man es bis 6 spielen. Ist aus Downtime-technischen Gründen nicht zu empfehlen. 3 bis 4 Spieler ist ideal. Zu zweit macht auch unheimlich Laune und ist halt einfach ein super simples Deckbuilding-Game, was halt gegenüber Dominion den riesigen Vorteil hat, dass ich eben mich nicht auskennen muss, ob jetzt was besonders gut oder besonders schlecht ist, weil ich muss mich nach der zentralen Auslage richten und die ändert sich halt. Sobald ich was kaufe, wird dann neu nachgelegt. Und sobald ich da was besiege, wird neu nachgelegt. Und genau das sorgt für einen guten Durchfluss, durch ein schönes Erlebnis, durch viele coole Elemente. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß für mich. Und im letzten Monat für das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, egal ob in der App, ob am Brett. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ja, also es ist wirklich so eine Perle für mich, die ich jetzt wieder entdeckt habe. Und ich freue mich persönlich auf den großen, großen Vergleich vieler, vieler Ascension-Editionen. Ich bin gespannt, was wir da zusammenbekommen, ob wir es schaffen, alle zu bekommen oder nur einen Teil oder was es denn sein wird. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, da wird vieles folgen und auch im nächsten Monat werde ich garantiert wieder von Ascension berichten und ich werde dann natürlich auch schauen, was denn meine Lieblingsbox werden dürfte und ihr dürft wirklich euch freuen auf einen großen, epischen, fetten Vergleich. Ja!
Und jetzt bin ich durch an dieser Stelle und ja, würde gerne wissen, was ist denn euer Spiel des Monats, euer Highlight? Was hat euch vielleicht überrascht? Was ist vielleicht ein Spiel, was wieder irgendwie rausgekommen ist, was ihr wieder für euch entdeckt habt, wo ihr sagt, oh cool, und ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Lasst es mich doch einfach mal wissen und schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in Kürze wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Und ich glaube, ich gehe jetzt eine Runde Ascension spielen. Macht's gut!